Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freisleben. Ich bin bei der Fachhochschule St. Pölten für das Projekt Inverted Classroom zuständig. Und ich habe heute hier unseren Keynote Speaker des fünften Tag der Lehre zu Gast. Bitte um eine kurze Vorstellung. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Karl-Heinz Gerholz. Ich bin Professor für Wirtschaftspädagogik an der Universität Bamberg. Wirtschaftspädagogen beschäftigen sich mit der Frage, wie können wir Bildung in sozioökonomischen Kontexten gestalten? Unser Kernbereich stellt die berufliche Bildung dar, aber in den letzten Jahren zunehmend auch die Hochschulbildung, nämlich immer unter der Fragestellung, wie können wir es schaffen, Menschen heranzuführen, dass sie die zukünftigen Tätigkeitsbereiche, die sie nach ihrer Ausbildung einnehmen werden, dass sie diese auch adäquat bewältigen. Und diese Fragen treiben mich auch um, sowohl in der Lehrerbildung als auch in der Ausbildung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Wunderbar. Um welche wesentlichen zentralen Inhalte wird es denn in Ihrer Keynote bei unserem Tag der Lehre gehen? Ja, das fragen Sie mich gut 6 Wochen davor. Ich glaube, ich glaube, ich habe drei zentrale Inhalte. Der erste zentrale Inhalt, dass es mir nochmal darum geht, dass kompetenzorientierte Lehre teilweise sehr stark überall diskutiert wird, aber es irgendwo in gewisser Weise ein Ideal darstellt. Und Ideal und Wirklichkeit, wie wir das häufig wissen, brauchen Anpassungsprozesse. Und es ist die Frage, ob wir das Ideal vielleicht jemals erreichen werden. Und mir geht es einerseits darum, nochmal aufzuzeigen, dass wir in sämtlichen Bildungsprozessen eigentlich eine neue Steuerungslogik im europäischen Raum haben, nämlich die Idee der Kompetenzorientierung, der Outcome-Orientierung. Wenn man das jetzt herunterbricht auf die Gestaltung von Lernumgebungen in der Hochschule, heißt das vereinfacht ausgedrückt, dass es darum geht, wenn wir unsere Lehre planen, zu fragen, was sind eigentlich die Anforderungen unserer Studierenden in deren zukünftigen gesellschaftlichen und beruflichen Situationen? Und diese Anforderungen sollten den Ausgangspunkt für unsere Gestaltung von Lernprozessen, von Lehr- und Lernprozessen darstellen. Das macht, glaube ich, den Okay. Kernaspekt in der kompetenzorientierten Lehre aus. Und der zweite Punkt wird sein, ich werde einige Fallbeispiele didaktischer Entwicklungsarbeit darstellen, woran ich aufzeigen möchte, dass man so ein Ideal haben kann, aber dieses in der Wirklichkeit zu erreichen, ist unheimlich schwer. Da hängt es zum einen darum ab, wie schaffen wir es auf Modulebene dort eine Kohärenz hinzubekommen, und zum anderen wird es darauf anhängen, wie schaffen wir es innerhalb eines Studienprogramms auch ein stimmiges Lehr-Lern-Konzept zu haben. Weil nur wenn wir dieses haben, können wir meines Erachtens auch eine wirklich nachhaltige, kompetenzorientierte Lehre verwirklichen, weil ansonsten besteht immer die Gefahr, dass die Studierenden mit unterschiedlichen Lehr-Lern-Konzepten konfrontiert werden und sie dann eigentlich gezwungen sind, ihren eigenen Weg zu finden. Dann ist immer die Gefahr, Okay. dass die Kohärenz verloren geht. Also das heißt, es geht auch ein Stück weit um die Strategie der Hochschule, wie das überhaupt zu verankern ist und wie sozusagen alle, die da beteiligt sind, gemeinsam an diesem Konzept arbeiten können. Genau. Oder anders formuliert, ich glaube, kompetenzorientierte Lehre ist ohne die Frage der Studiengangsentwicklung und wie wir Studiengangsentwicklung gestalten, nicht möglich und nicht zu beantworten. Und da werde ich im Vortrag am Ende darauf eingehen, dass wir natürlich in Hochschulen sehr spezifische, besondere Organisationen haben. Jeder, der in der Hochschule arbeitet, weiß, dass eine Hochschule anders funktioniert als ein Unternehmen oder Schulen und ähnliches. Und diese Logik müssen wir aufnehmen, um eine kohärente Studiengangsentwicklung zu haben. Gut, wunderbar. Dann freuen wir uns auf den Tag der Lehre und auf diese Keynote. Und alle, die dieses Video jetzt sehen, herzliche Einladung, sich anzumelden. Die Teilnahme ist kostenlos am Tag der Lehre und ein Ausflug nach Österreich und besonders nach St. Pölten ist immer nett. Und wir freuen uns darauf, dass wir uns dann da auch persönlich kennenlernen. Dann bis dahin, alles Liebe. Vielen Dank.